Hallo und herzlich willkommen bei Zero2One, heute mit folgenden Themen. Die Syntax von Methoden. Die Syntax von Methoden. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gesehen, wie eben solche Methoden aussehen können. Und nun gibt es noch ein paar weitere Beispiele für Methoden in Eclipse bzw. mit Java. Zuerst beginnen wir mal ganz oben. Und zwar in dieser Methode. Diese Methode haben wir bereits immer verwendet, ohne wirklich zu wissen, dass es ja so eine richtige Methode ist. Denn es ist die Main-Methode. Die Main-Methode entspricht auch genau der Syntax, beziehungsweise dem Syntaxaufbau, den wir gerade eben gesehen haben. Wir haben eben den Zugriffsmodifizierer. Okay, dieses Static hier, das ist momentan jetzt noch nicht so wichtig, das zu erklären. Kommt dann später im Verlauf der Tutorium. Hier haben wir den Rückgabetyp, eben hier noch irgendeinen tollen Namen und hier eben die Parameterübergabe innerhalb dieser runden Klammern. Haben wir bisher immer verwendet, ohne es wirklich zu wissen. Nun habe ich jetzt noch ein paar Methoden hier selbst geschrieben. Wir haben hier mal beispielsweise eine Methode, die hat den Namen Hallo ausgeben. Das heißt, die Methode, wenn ich die Methode aufrufe, wird einfach das Wort Hallo in die Konsole geschrieben. Das wird jedes Mal gemacht. Sonst wird überhaupt nichts gemacht mit der Konsole, jetzt ein bisschen sinnloses Programm oder sinnlose Methode, aber es geht auch wirklich nur um Demonstrationszwecke. Diese Methode Hallo hat natürlich wieder einen Rückgabetyp, dieser ist Void. Void bedeutet, er gibt nichts zurück. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen paradox wieder, weil irgendwie der Rückgabetyp nichts ist, aber es ist eben so geregelt, dass wenn eine Methode nur irgendwas durchführen soll, aber ich das Ergebnis, was die Methode dann letztendlich rausbringt, nicht speichern möchte oder nicht wieder zurückhaben möchte, dann ist eben dieser Rückgabetyp Void. Als Zugriffsmodifizierer habe ich hier einfach mal Public gewählt. Die nächste Methode, Methode 2, hat einen Rückgabetyp, ist eben String, sieht man hier vor dem Namen, der Rückgabetyp steht immer vor dem Namen und Methodenname ist Zeros Name. Das heißt, die Methode soll einfach den Namen von Zero zurückgeben. Genau, da hier eben ein Rückgabetyp ist und eben nicht Void steht, muss die Methode irgendwo in diesem Methodenrumpf, also irgendwo innerhalb dieser geschweiften Klammern, ein Return stehen haben. Eins oder mehrere, mindestens eins aber. Und das ist eben hier der Fall. Es bedeutet einfach, es wird an den Aufrufer, der wo das aufruft, bekommt eben den Wert der Variablen Name dann zugewiesen. Beziehungsweise zurückgegeben. Und in der nächsten Methode haben wir jetzt zwei Parameter übergeben, hat wieder einen anderen Namen. Es ist nicht auch so, dass die Methodennamen dürfen nicht gleich sein. Ja, wir haben zwei Parameter übergeben, das ist der Vorname sowie auch der Nachname. Beide sind vom Typ String und wir haben auch einen Rückgabetyp von der Methode. Das heißt, eine Methode kann wirklich wild verwurschtelt alle möglichen Dinge haben. Diese Methode ist jetzt zum Beispiel Private. Zu den Zugriffsmodifizierern kommt später noch ein Video, was der Unterschied ist zwischen Public und Private. Ja. Das heißt, wir haben hier wieder einen Rückgabetyp String. Das bedeutet auch automatisch, wir müssen irgendwo in diesem Methodenrumpf, also innerhalb dieser geschweiften Klammern, wieder das Return stehen. Steht eben hier. Es wird einfach der komplette Name zurückgegeben. Der komplette Name ist eben das, was man zuvor übergeben hat. Was sind denn so Parameter? Parameter bedeutet, wenn ich beispielsweise von meiner Main-Methode hier oben auf diese Methode aufrufe, dann kann ich zwei Werte übergeben. In diesem Fall zwei Strings, eben den Vorname und den Nachnamen. Das heißt, wenn ich hier oben zwei Variablen hätte mit Name und Vorname oder Nachname und Vorname, dann könnte ich das eben einfach dieser Methode übergeben und diese Methode kann mit diesen beiden Werten dann arbeiten. Die vierte Methode ist noch eine andere Form, ist auch wieder private static, ist ganz normal und ist allerdings void, hat aber trotzdem zwei Parameter. Diese Methode gibt halt einfach den kompletten Namen wieder auf der Konsole aus und macht nichts anderes damit. Das war jetzt nur ein Beispiel, um einfach mal zu zeigen, welche Arten von Methoden das es gibt. Es gibt natürlich als Rückgabetyp, kann man alles Mögliche wählen. Es muss nicht immer unbedingt String sein. Das kann genauso gut ein Integer-Wert sein oder irgendein Zeichen oder ein Boolean-Wert. Das ist ganz egal. Hauptsache es ist irgendein Datentyp. Das war es jetzt auch erstmal zur Syntax von Methoden.